just etwas a mengen an a menger Subjektivitéit viel zu oft heieren an dat war Staat, Staat, Staat. Den Enschen, den e bësselschen méi a menge Richtung argumentiert huet, weil de Kolleg Guy Ehrend den festgestalt huet, dat Logementspolitik in den Scheggers. A fir wat ma Jo Welt sagt, mat de mechte keng Politik met do leis den e bësselschen de Mäet och gewerden. Mi hunn dem Ministère du Logement. Fir wat hummer keen Ministère des Voitures d'occasion. Fir wat hummer keen Ministère de la Fourniture de la Population en denrées alimentaires. Ma ganz einfach fir eng Mätwirtschaft hunn, die dafir sucht, dat dat klappt. Et as genug offer do, an noch de Preis as richtig, well de Preis as transparent. Et braure wedre Gesetz nach dem Ministère fir net engem zu viel zu bezuelen fir dem sein Auto. Die Informationen sie liegt zu kreieren, viel mehr liegt halt wie nach 4 Uhr. Was also am Logement ernst? Ja, es fehlt als Transparenz ab dem Donner. Stichwort, es fehlt als ein Mietspiegel, es fehlt als ein Preiskataster. Das wäre ganz wichtig Instrumente für den Mäd, für den Käfer, für den Lokatär, für herauszufinden, wo es steht. Und ja, es gibt eine Penurie, besonders was bezahlbare Wohnraum angeht. Dat meist direkt richtig verstehen. Mir als ADR sind der Meinung, dass alle Lützeburger und noch alle Menschen den Heim schafft, bezahlbare Wohnraum soll können kreieren. Und zwar nicht als Deklaration de Prinzip an einer Verfassung, mehr an der Realität. Und da muss man gucken, wie in das Café dich bringen, an der Rennkeier, an Eisenern geht das mit meiner Stadt, mit meiner Reglementation. Die merkt an ihrem Rapport eine ganze Reihe, von vier Schleien, die ich will ein bisschen einzeln analysieren. Mit für allem habe ich in einem Rapport einen Satz gelesen, der mich profund schockiert hat, dass heute ist das nach Kagin, der schwätzt von einer Person, die ein Emploi, mais qui demeure dans la pauvreté, et ceci malgré les transferts sociaux dont elle bénéficie. Das ist für mich eine Bankrotterklärung von Politik. Der schlägt noch verschiedene Mesuren für das zu ändern, für mehr bezahlbare Wohnraum und Mann und Frau und Familie zu bringen, sie wird für zu lohnen, sie wird für zu kaufen. Und da sind ganz gute Mesuren dran, es sind gute Mesuren dran, an Zinnermengen an, an Eisenern, auch ganz schlechte Mesuren dran. Ganz gut fand ich eher Recours aux Investisseurs privés. Seit über 12 Jahren als Chambre Immobilière haben sukzessive Minister für do in Akkord zu fahren, für dass Privatinvestisseure können sozial Mietwohnungen bauen. Bei Baukästen von maximal 3.200 Euro de Meter Kare. Und da als TVR allerdings mal 3 und nicht mal 17% abgegriff. Erhalten wir selbstverständlich niedrige Loyer. Und da hat der Kollege Schlies komplett Unrecht, weil eine Menge der Investisseure geben dann mal so Wunschten auf den Markt gehen mit der Karispreise von 19 Euro. Ich kriege dankenswerterweise vom Kollege Traversini eine Antwort darüber, wie ein Laien da bezahlt die für wohlverstanden Occasionswunschten von einer Agence Immobilière Sociale. Nein, oder Occasion, also zwischen 6 und 10 Euro den Meter Karis. Aber die Privatinvestisseure für Mietwunschten wären d'accord, am Süden vom Land, für einen Frankel von Schneewunnischten, mit einem festen Preis auf 10 Euro für 10 bis 12 Euro den Meter Kare zu verlohnen. Ich meine, da bleiben wir ganz nur bei Ihnen. Entschuldigung, ich bin ja Liesmengen, ich wünsche Ihnen Frühstück, wenn man da kann sein. Selbstverständlich. Ja, Herr Reding, die Soglo, dass die privaten Investisseure, sind Sie denn der Meinung, dass die privaten Investisseure eben dieselbe Preis für die Loyer-Fred, wie da zum Beispiel ja. Der Fonds oder die Société d'Habitation Bonmarché. Nein, das war ganz bestimmt nicht mehr. Fred dieselbe Preis für den, den heute Stars an Agence Immobilière Sociale gefroht gehen, und das für ein Fonds für Schneien Appartement. Und ich erkläre euch, wie es geht. Es fehlt nämlich ein enger Inscher, sehr. Und das sind, wir kommen nach mir später auf zurück, Banken. Banken, die am Moment Probleme machen, nicht nur den Privatmann, den will ein Kredit auf etwas zu kaufen, sondern auch den Promoteur, der will bauen, mit eigenen Bedingungen, die ganz einfach viel zu viel heiß sind. An die Privatpromoteure Summe, wenn der Staat d'accord wird, für eine Staatsgarantie zu überholen, für die eigene Bedingung, das kostet gut nicht, das ist eine Garantie. Eine Konterparty wird gebaut. Da können ganz, ganz schnell Mietwünsche gebaut gehen, die können zu den sozialen Kriterien, die ich schon genannt habe, das ist 10 Jahre feste Loyer von 10, 12 Euro am Süden, können gebaut gehen. Es ist schon ein Promoter, mit dem ich die Zahlen durchgegangen bin, der so zu mir, ich kann 2040 108 Logements liefern.
Voilà, ich meine, das wäre eine Piste, die eine liberale Regierung unbedingt sollte weiter verfolgen. Eine weitere ganz gute Idee, die da ausschneiden, ich meine, da sind alle Spezialisten d'accord, dass das muss zu einer Reduktion kommen von der Dauer von Prozeduren und von nicht zu viel Oplären, die immer beikommen. Und die Märkte eine Deklaration de Prinzip so, dass wir gleichzeitig wir haben keine Kompetenz, mein Ministerium hat keine Kompetenz, und denen sagen, was richtig ist, was sind andere Ministerien. Wir verjähren aber, dass keine neuen Kontrahenten dabei kommen, weil ich gebe ja mit denen zu verjähren, dass Kontrahenten, die durch sie fortkommen, und dass keine weiteren Prozedurdauern dabei kommen, andere de façon proaktiv, und dafür felicitieren, ja, wir werden nicht beim Virtuell gibt, dafür sorgen, dass die Dauern aufgehen. Es sind halt viele Leute, konnten halt aus dem vollen Schaffen, an dem sie für konkrete Beispiele gesperrt haben, aus ihrer Gemeinde, aus ihrer Erfahrung. Ich will das dann noch machen, also man ganz oft leidet um lokale Gutwill oder um staatlichem Gutwill, aber ganz oft leidet auch um Murschspielerscher, für was das konkret Bauprojekten extrem verzögert gehen. Ich will just zwei Beispiele rauspicken, und das sind Zufall, dass es zwei Blau-Grün-Gemengen sind, die konzerniert sind, das will ich ganz klar so. Das eint also Bauterrain auf der Erler Straße, die Freie Klinik Dr. Bohler. Die Kommunalkommission vom Développement Urbain wäre eigentlich keine Stimme von den Linken der Meinung, es soll den do KPAP müssen machen. Das ist also ein fertiges Terrain, ein Mann wie ein Hektar, ein Leid und eine halbe Straße, das ist voll erschlossen. Es hätte können direkt eine Baugenehmigung ausgestalten. Gemengt, Blau-Grün-Chefin, Bohemester-Chefin Roth, hat decidiert, nein, wir machen doch ein PAP, weil da können wir von dem Promoteur etwas fragen, da muss den etwas auftreten. Ich gebe euch ein anderes Beispiel aus der Schöner Gemeinde Bachtring, auch die Blau-Grün-Gefeuert, wenn ich mich nicht irre. Da ist ein Promoteur gezwungen, ein relativ großes Stück vom Terrain, auf dem Residenz gebaut hat, der Gemeinde zu schenken. Das war die Sache, dass die öffentliche Infrastruktur so können, gemerkt werden. An denen hat man zum Mietpreis von der Gemeinde zurückkaufen. Das sind Sachen, das sind Mesuren, die treiben Preise an die Lut. Eine gute Idee, die da hat, sind Baulücken. Baulücken sind eine fantastische Idee. Es so nicht aber bei meinem Heimeshaus ist neben drin ein Scheuer, ob eine Herbststraße, voll Schloss, die kann mehr aufgerabt gehen, kann gebaut gehen. Das reicht immer lernen. Mit da muss man ein PRP machen. Und jeder, der weiß, was da man dann belästigt, dass er was für eine schwere Prozedur, das muss man viel wert muss ich ob einem fest, fertig erschlossenen Baugrundstück mitten am Dorf ein PRP machen für drei Schimmel lehren. Das sind doch Absurditäten. Wann der Welt etwas in der Höhle für Baupreise, da als Beispiel. Eine nicht so gute Idee fand ich die Modifikation vom Code Civil, die da envisagiert, wo Agence Sociale, am Namen der Agence Sociale, können Lokatäre für der Zeit en cours vom Beil rausgehalten. Ich fand es gut, dass man endlich nicht von einer Durée kontraktuell am Beil schwätzen, dass denen es Sinn hat, dass die Prorogation legal, den Irrsinn, das Monster für Prorogation legal aufgeschärft wird. Für alle, die nicht wissen, was das ist, das heißt konkret, ich meine, Mietvertrag auf 3 Jahre, mir das en fait eine Durée indéterminée, weil außer der Lokatär bezahlt nicht oder schon einen anderen schwerwiegenden Grund oder eben Egebedarf, kriege ich den Lokatär nicht mehr raus. Für was kann ich nicht einen festen Vertrag machen auf 3 Jahre, der noch wirklich 3 Jahre ist? Oder 5 Jahre oder 9 Jahre? Er soll dann ausgerechnet für die Agence Sociale eine Ausnahme angefordert gehen, dass die können während einer Kontrolle dabei, wo ein normaler Proprietär keinen rauskriegt, kann der Lokatär raussetzen. Gut nicht gut, mit das wissen wir schon, wenn natürlich trotz von der TWR, wir haben nicht demnächst viel gerechnet, was für ein Hostnet geben an den Preisen, an den Leuten bedeuten, an Fakten, China ist ganz einfach recht, die wird gesehen nach 6 Monaten, dann wird die Statistik komplett, dann gesehen, was für eine desaströse Politik da gemacht wird, was das Logement angeht. Mir das Schlimmste. Das Schlimmste, weil da mengen einem das unrealist was. Das ist die Geschichte mit den bei Amphitheotik, die ich immer hören, und ob die so viele Leute so groß stecken haben. Es gab verkündigt den 12. Juni an einer Pressekonferenz von der Madame Minister, die wird leider nicht angelöst, an den François Bausch, dass um Kirchbirsch an Zukunft von Preisen bei 7.150 Euro den Meter Kare leihen, gibt die Stadt dann nur verkaufen um freie Mäd für 4.200 Euro den Quadratmeter an um Marché subventionné für 3.200 Euro.
50 Euro de Meter carry. Das sind fantastische Schnuppen, das ist so ein Schnäppchen. Das ist so ein fantastisches Schnäppchen. Ich kann etwas für 7.150 Euro wert aus kaufen, um freie Mät für 4.200 oder um subventionierte Mät für 3.250 Euro. Man Leute muss hier Schlangen gestanden, um für das Toten zu kriegen. Für was stellen Sie nicht Schlangen? Wir machen Berechnung, was da falsch ist an dem Resonement. Das ist ganz einfach ein Betrug. Weil es gibt drei große Konditionen, die damit verbunden sind. Erstens, ich muss mich verpflichten, selber 25 Jahre an dem Logement zu leben. 25 Jahre. Ein 40. Jahrhundert. Ein Drittel Menschen leben am statistischen Durchschnitt. Wir mit 25 kann da garantieren, dass er mit 50 nach da lebt. Er gründet eine Familie, kriegt keiner, will plündern. Es gibt ein droit de préemption. Das ist ein Verkaufsrecht. Für die Stadt, Herr Traversini, hier ist die Stadt Lützburg, ich weiß nicht, ob ihr da was betrafft seid. Es gibt ein droit de, ich will just nach diesem Resonement fertig machen. Ich adressiere mich in Chambre, ja. Es gibt ein droit de préemption auf den Logement subventionné, das ist ein Verkaufsrecht. Und da kennt das Allerschlimmste. Es gibt 99 Jahre bei Amphitheotik. Und nur den 99 Jahren, ja, wird gesagt, da kann das verlängert gehen. Aber es kann aber auch nicht verlängert gehen. Und da fällt der Bau zurück in die Stadt, als wäre zur Walle von den Zielen, die Zielen in dem Moment haben. Und da macht man einfach eine Rechnung. Ich kaufe ein Haut 100 Meter Carré für 3.250 Euro, das sind 325.000 Euro. Und an 99 Jahren fällt das zurück in die Stadt und ich kriege nach dem Wert von den Zielen, das sind in dem Moment vielleicht 100.000 Euro. Oder ich kaufe für 7.150 Euro mehr, 715.000 Euro für meinen 100 Meter Carry. Das sind an 100 Jahren allein mit der Inflation von 2% Jahr, so nicht einfach mal am Schnitt auf 100 Jahre gesehen, sind das allein schon über 2 Millionen. Und da könnt ihr nach Plus-Value Immobilier dabei. Leute, die Grundbesitzer wollen gehen, die wollen das auch gehen, für hier eigen Renten aufzusichern oder für ihre Kanne zu gehen oder für Patrimoine zu schärfen. Sonst möchte ich doch keinen Sinn, für Proprietär zu gehen. Da kann ich doch gerade so gut lohnen, wenn ich am Ende vom Tag ja sowieso nicht mein Investissement zurückkriege. Es muss einfach Klartext gesperrt geben mit den Leuten. Sie sollen wissen, worauf das sich alles ist. Und ich persönlich gebe allen Menschen encouragieren, lieber lohnen zu gehen, wie auf die dritte Konditionen anzugehen oder noch besser, kaufen zu gehen, weil dann nämlich Proprietär geht, aber weil dann von der Plus-Value kann profitieren. Und das war der ganz Base, nennt, auch an ihrem Rapport, wir müssen Spekulation immobilier bekämpfen. Und das geht als für mich ein natürliches Grundrecht von Menschen, für sich Vermögen durch sein Erbrecht abzubauen und noch über Generationen weg abzubauen. Aber wo liegt das eigentliche Problem, wenn wir von Penurie schwätzen? Die liegt doch an den Krediten, wir haben schon geschwärzt. 20, 30 oder 40% Eigenbedeelung hat ein junger Mensch nicht, wenn er sein Appartement will kaufen. Ich komme mit meinem Beispiel zurück, mein 100 Meter Carré Appartement, hier spiele ich mir richtig, wo ich richtig Proprietär sind 700.000 Euro. Da muss ich nur 150 bis 300.000 Euro unterschlägen. Wer von uns hat das an dem Alter können machen? Das ist einfach zurückzuführen auf eine Falschdirektive von unserer Zentralbank und auf eine Anmischung von der CSSF an Politik von den Banken, die imposiert haben, die dort wirklich unverschämten Eigenbedeelungsraten abzustellen. Wer von uns kennt nicht Leute? Jeder von uns kennt den Fall. Wo einen Kredit nicht kriegt, wo ein Mann hat müsste remboursieren, für Proprietär zu gehen, wie ihn im Moment Loyer bezahlt. Ist das sozial? Ist das richtig? In dem Mann muss remboursieren, und dadurch Proprietär geht, und hier selber an seine Familie, profitieren von einer Plus-Value, erbauen sie Patrimoine ab, kriegt kein Kredit, obwohl er mehr Loyer bezahlt. Man, was wir brauchen, das ist eine Klimabank, eine Sozialbank. Eine Bank, die an so einem Fall sieht, wir finanzieren die Dotenakquisition. Und natürlich hat die eine Hypothek, und natürlich hat die eine Sicherheit, dass sie remboursiert wird. Das wir als ein großes Propos und Regierung überlege ich mal schärfe von einer Sozialbank. Eine andere Proposition, die man schon lange gemacht hat, ist der Portagefonds. Das ist nicht wie dabei Amphitheotik, wo ich nur 50 oder 90 Jahre meine Proprietät verliere. Wir kriegen nicht meine Proprietät, indem ich meinen Kredit um Bau bezahlt habe. Das ist ich remboursiere während 30 Jahre zum Beispiel, meine Konstruktion,
an dann um Schluss bezöllech mein Herr. Deportage français, dat mich zinn, weil do ginn ich um Ende von der Operation proprietär. Wann wir vorbei Amphitheotik schwätzen? Aber dann machen wir doch bei Amphitheotiken an England, nennen sie das die Leasehold, ob 999 Jahre. Weil das immer auf einer Dauer, wo auf die nächste Generation, nach ganz vielen Generationen geguckt, der Mensch proprietär bleibt von seiner Plus-Value, kann profitieren. Da schaut er, als Justizminister, nicht so, als hätte ich im Haut gesagt, dass ich den, nicht so in der Chambre, Madame Präsidentin, dass ich den 4. Juni ein Requet bei der Loyer aufgehe, gegen den Lokatär, der seit 4 Monaten kein Loyer bezahlt, und ich habe nach keinem Haut, nur nach keiner Konvokation für die Sitzung. Wollen wir den Lehen verkürzen, wollen wir dafür sorgen, dass Leute nicht gerne verlohnen? Aber da kann man sorgen dafür, dass sie von denen an der Traversie, dass man recht gesagt hat, die kein Loyer bezahlen. Das sind aber Leute, die am Fehler sind. Dass dort Prozeduren ganz deutlich, ganz deutlich reduziert gehen. Da kommen nicht mehr Mietwohnungen. Für was losen die Leute dann hier Mietwohnungen eitel stehen? Das ist doch nicht aus Blödsinn. Das ist doch entweder, weil es will Freihalle für ihn, den Regen 2-3 Jahre von Uni können, dann sie fährten, sie hätten das hier Reihen. Das vielleicht. Mir dachte, es gibt immer Ursache, was da denen etwas eitel stehen ist. Er lesen eitel stehen, weil ein RMG oder Kompliment RMG kriegt. Weil wissen dann nämlich, dass die Person, die Komplement RMG kriegt, wenn sie verkauft, dann muss sie remboursieren, aber wenn sie stirbt, müssen sie irgendeinen einen ganz großen Teil von der Plus-Value oder vom Preis in Racken nicht versteuern. Ist das richtig, dass eine Person, die verkauft, also versteuern, remboursieren, muss remboursieren, und hier irgendwie muss sie nicht remboursieren, aber natürlich lassen die Leute auch die Logement eitel schon, es wäre blöd, wenn sie nicht geben mehr. Den Energiepass. Kommen Sie das zum Schluss? Sorry. Just da ihr wohl zum Energiepass, wir haben ja immer hier am Land Tendenz, ich zu reglementieren, wie die europäische Direktive Energiepass kommt, haben wir decidiert, dass an einer Residenz muss Energiepass für alle Appartements da sein. Für wert. Dadurch kannst du viel Appartement nicht verlohnen und nicht verkaufen, weil das illegal ist, zu machen, ohne Energiepass. Für was kann ich nicht einen Energiepass machen, ob mein Wunsch allein? Dort dann plus, wo das ja gut wäre, wenn ich zum Beispiel Mesuren gemacht habe an meinem Appartement, an den extra isoliert tun, und dann wird den Appartement, den wir dann umhält. Voilà. Ich komme zum Schluss und wünsche euch Bonne Chance, solange wie der Minister noch geht.